Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den Air Max 720 Slip-On an. What? Was ist das? Erstmal natürlich coole Aufmachen. Ne? Hier matt schwarz alles, Nike-Logo. Normalerweise, wenn ich hier das löse, hier oben, tack, und dann ziehe, öffnet sich das Ganze. Boah. Hi. Oh. Oh mein Gott. Wow, Freunde, Moment, wir packen mal das Ganze hier aus. Freunde, habt ihr schon ein Abo dagelassen? Ich bin ganz verwirrt gerade. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Ganz wichtig, 85% der Leute haben noch nicht abonniert. Holt das unbedingt nach, ansonsten gerne einen Daumen. Freunde, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Was seht ihr hier? Das ist ja... Okay, Stopp, Pause, so, Play. Wir fangen Details an. So, wir haben hier eine Lasche, die komplett um die Schnürung geht. Eine ganz besondere, komische Schnürung. Dürft ihr euch auch nochmal hier anschauen. Die kann man hier an diesen Zacken, seht ihr diese Zacken, komplett hier befestigen. Das machen wir jetzt mal kurz zusammen, wenn ich das irgendwie auf die Reihe kriege, dass wir das irgendwie befestigen. So, seht ihr, dann ist es drin. Dann haben wir hier ein Swoosh-Logo in diesem Hartgummi, was von der Außensohle, die übrigens krass ästhetisch aussieht, mega gut, und überläuft zur Mittelsohle und komplett auch hier die seitliche Silhouette vereinnahmt. Sehr nice. Wir haben hier Mesh-Material, wir haben hier Wildledereinsatz, was wir schon sehr grob vom Platinum Tint kennen bei Air Force, Blazer und so weiter. Wir haben hier so ein geknittetes Material, was sehr wild kommt. Sehr nice, erinnert so ein bisschen an Jordan. Dann haben wir dieses Rauledereinsätze, die sich hier komplett um die Schlinge ziehen. Beziehungsweise um die Schnürung ziehen. Die Schnürung, so hast du auch noch nie gesehen. Die Zunge, heilige, was sehe ich mir hier gerade an? Es ist von oben wuchtig, von der Seite ästhetisch, von hinten sehr clean. Schriftzug Air Max, Nike-Logo, 720 Schriftzug hier nochmal auf der Sohle. Die Bubble. Die Air Max Bubble, ich nenne sie ja immer Air Max Bubble, Freunde. Das Air Max Element heißt es ja eigentlich. Sehr wild. Ich habe jetzt wieder die Befürchtung hier, könnte es kaputt gehen? Ich weiß es nicht. Bin mir unsicher. Ich frage mich, wie der on feet sein wird. Wir haben hier eine blaue Inneneinlegesohle. Komplett. Boah, Freunde. Ach, was? Damit habe ich nicht gerechnet. Also auf Bilderseite echt ganz cool aus, dachte ich so, ja, ein paar Details sind schon ganz nett. Aber als ich den gerade aufgemacht habe, bam, oh, das war gerade echt, Alter, was sehe ich mir hier gerade an? Das ist ja unglaublich. Wie konnte ich den einfach so kaufen? Warum ist der nicht selten? Das ist, oh, ich bin echt, Freunde, ich bin komplett baff. Mega schöner Sneaker. Mega, mega, mega schöner Sneaker. Ich bin jetzt einfach nur noch gespannt, wie der on-feet ausschaut, Freunde. Seid ihr bereit? Los geht's. So, ich bin jetzt drin, Freunde. Und ja, also, der erste Air Max, der mir auch von oben nach unten, also diesen Blick hier auch sehr gut gefällt, wo ich ehrlich sagen muss, Freunde, ey, was für ein wilder Schuh. Das sieht einfach, das ist wirklich, ich bin sprachlos, wirklich. Genießt ihn einfach mal, das ist ein traumhaft schöner Schuh, der wirklich sehr nice auch in Feet kommt, sich sehr gut anfühlt, nicht zu weich ist wie zu viele, ja, Air Max, wie es bei vielen halt wirklich üblich ist, sondern hat wirklich einen perfekten, darf man Griff sagen? Also mir gefällt es wirklich, ja, unglaublich gut. Sehr schöner Sneaker. Und ich glaube, der wird auch seine Liebhaber finden. Der ist halt komplett untergegangen. Wie kann das sein? Ich kann mir das einfach nicht erklären. Er ist einfach wirklich traumhaft. Ich finde Farbkombination, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich ein bisschen gerade so sehr auf beige stehe. Aber ja, ich finde ihn sehr nice, sehr, sehr wild. Und ja, ich liebe ihn wirklich. Hammer. Hey, mein Freund, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker-Unboxing. Ich habe heute einen Jordan Westbrook One Take. Du denkst dir jetzt, Bro, was? Was ist das? Yeah. Werden wir gemeinsam herausfinden. Wir wollen ja auch mal Sneaker unboxen, die nicht immer Air Force One sind, obwohl wir das sehr viel tun, weil es halt viele Colorways vom